Mein zentrales Thema ist die soziale Gerechtigkeit und auf der anderen Seite die soziale Spaltung in unseren Städten, wie wir die heute und vor allem in Zukunft bewältigen können, mit steigendem Anteil auch ärmerer älterer Menschen und mit steigendem Anteil von Migranten aus unterschiedlichsten Ländern. Ja, für mich ist eine konkrete Herausforderung, dass beide Partner wirklich miteinander reden. Da ich jemand bin, der sowohl aus der Wissenschaft wie aus der Praxis kommt, kann ich einfach beurteilen, dass das viel zu wenig passiert und viel zu wenig auch unter Bedingungen der Praxis. Wissenschaft hat die eigene Logik und die findet sich nicht in der Praxis wieder. Und da ist viel dran zu tun. Und dazu könnte die Schader-Stiftung ein guter Standort sein und eine gute Plattform sein. Also ich sehe die Möglichkeiten der Schader-Stiftung vor allem darin, dass sie eine Plattform ist, dass sie einen Rahmen bietet, Gespräche zu führen, gemeinsam weiterzuentwickeln und das, was dann entwickelt worden ist, auch zu bilanzieren. Da sehe ich die Rolle der Schader-Stiftung.